Liebe Freunde, hier ist euer Steinwall. Wir sind zurück hier bei John, der noch mitten in der Prärie ist. Und wir werden jetzt gemütlich hier zurück nach Armadillo reiten. Nehmen wir mal einen anderen Weg, dann sehen wir noch ein bisschen was anderes. Schauen uns ein bisschen um, erkunden vielleicht ein bisschen. Aber wartet mal, ich höre doch da schon wieder was. Ist da irgendwie eine Schießerei schon wieder im Gange? Da ist irgendwas. Hört ihr das auch? Dahin, da sehe ich sogar was. Schauen wir uns das mal an. Rette den Schatzsucher. Okay. Das scheint er zu sein, der Schatzsucher. There is much treasure here. You want map? I retire. Here, take map. You earn it. Thanks, Mister. I could use a little luck. Okay, alles klar. You want map? Here, you have map. You earn it. Alles klar. Ein Schatzsucher, der keine Schätze suchen mehr möchte. Aber wir können das jetzt tun. Die Herausforderung Schatzsucher kann jetzt gestartet werden. Und er hat uns eine Schatzkarte gegeben. Und das, ist das hier schon ein Schatz? Oder was ist das? Offenbar kann ich das nicht aufnehmen. Nicht öffnen. Hier hat er noch einen Kompass. Zwei Schaufeln. Schön alles liegen lassen, aber Schaufel ist weg. Okay. Aber ich denke nicht, dass wir das irgendwie verwenden können. So funktioniert das Spiel nicht. Aber ich glaube, wir besitzen jetzt eine Schatzkarte. Genau. Und die schauen wir uns mal an. Okay. Also, das Auffällige scheint hier dieser Baum zu sein mit einem Galgen dran. Ein Galgenbaum. Jetzt, wo ich das sage, kommt das irgendwie bekannt vor. Als wären wir hier, als hätten wir das bei Red Dead 2 schon mal den Ort gesehen. Wobei, ich muss jetzt langsam aufhören, diese Vergleiche zu ziehen, weil diese Reise, die wir damals gemacht haben, mit John ja auch, die hat eigentlich in Johns Leben nie stattgefunden. Ich denke mal, er ist hier zum ersten Mal, so würde ich das auch behandeln. Insofern lasse ich jetzt das. Diese Bezüge, also diese rein geografischen Bezüge von Dingen, die John nicht wissen könnte. Alles klar, okay. Aber wir merken uns, wenn wir so einen Galgen sehen, einen Galgenbaum, dann ist es Zeit, die Schatzkarte rauszuholen. Nun gut, weiter. Das Flimmern am Horizont ist richtig stimmungsvoll. Man spürt richtig die Hitze hier. Langsam fängt dein Reittier an, dir zu vertrauen. Es hat jetzt eine erhöhte Ausdauer, wenn du reitest. Aha, okay, das gibt's also hier auch. Gut zu wissen. Und sag mal, wir sind angeschlagen gesundheitlich. Hatten wir irgendwo was abbekommen? Stimmt, wir hatten eben was abbekommen, ne? Naja, gut. So, da vorne ist schon wieder was. Irgendwie eine Gruppe. Die macht hier mitten in der Gluthitze Rast, so wie es aussieht. Drei, vier Leute. Sagen wir mal hallo. Mal gucken, wie die reagieren. Oh, schaut mal. Die sind sogar freundlich und laden uns ein. Dann machen wir das mal kurz. Wir setzen uns mal zu denen. Gucken, was dann passiert. Falls das überhaupt geht. Das Pferd könnten wir klauen. Schon wieder irgendwie eine Ballerei? Nee. Tatsächlich, wir können uns da hinsetzen. Was geht denn jetzt ab? Okay, das ist ein bisschen dämlich, dass diese Musik jetzt einsetzt, wenn dieses Gespräch da stattfindet. Weil es kaum zu verstehen. Schade, dass keine Untertitel bei diesen kleinen Gesprächen da sind. Er hat irgendwas von Kill Bill erzählt. Aber kann doch nicht sein, Kill Bill? Billy the Kid? Ich weiß es nicht. Habe ich vielleicht mich verhört? Ist ein bisschen zu leise und ich weiß nicht, warum da plötzlich die Musik begann.
Naja, gut, reiten wir nach Amadillo. Da hinten sehen wir es schon. Am Horizont flirrend. Ah, hier gibt es auch. Okay, Straßenschilder, an denen wir uns orientieren können. Sehr gut. Wenn wir jetzt Vertrauen aufbauen mit dem Pferd, dann stellt sich ja bald wieder die Frage, wie dieses Pferd heißen soll. Rachel ist es ja nicht mehr. Das Pferd stammt ja von hier irgendwo. So, wir können jetzt Five Finger Ferret spielen. Oh, das gibt es hier auch. Hervorragend. So, dann schauen wir uns mal hier ein bisschen um. Das ist ein Verladebahnhof für Vieh. Das ist also auch so eine Viehtreiberstadt, wo aus der Umgebung die Viehherden hingebracht werden. Zum Weiterverkauf, Weitertransport. Aber nett sind die Leute hier. Sehr schön. Sehe ich das richtig, dass da ein Zeitungsjunge ist? Ei, wir können wieder eine Zeitung kaufen. Und benutze Steckbriefe, um mit dem Jagen von Personen zu beginnen. Auch das ist wieder möglich. Hervorragend. Ich würde mal sagen, wir starten hier unser Leben in Amadillo, indem wir mal hier in den Saloon gehen. Nach dieser Aufregung haben wir uns ein Gläschen verdient. Und hier predigt jemand vor dem Saloon. Auch merkwürdig. Sag mal, hier ist sogar schon ein Telefon, sehe ich gerade. Aha. Hey, Mister. This weather is a peach. Was ist denn da los? Oh Gott, das ist irgendwie eine von dieser Idiotenbande. Haben die irgendwas gemacht? Sind die hier nur durchgeritten? Haben die einen auf starken Max markiert? Okay. Hier ist ja was los, Leute. Ich glaube, wir können uns hier auf einiges gefasst machen. Die ersten Stunden schon sehr ereignisreich. So, ich wollte eigentlich was trinken. So, gehört er hier auch zur Hutträgerbande oder was ist das? Alles klar, $2. Hey, handsome, are you busy? The derby's going to be next week. Na, hat ihm nicht so geschmeckt, oder? Wir können noch einen, aber ich glaube, wir wollen es jetzt mal nicht übertreiben. Und hier passiert so viel um mich rum. Er spielt aber ganz gut, wie ich finde. Wir gucken mal oben nochmal lang. Einmal hier die Möglichkeiten erkunden. Hier scheint ein Pokerspiel am Laufen zu sein. Und hier können wir uns eine Unterkunft kaufen. Das scheint also, als ob wir dauerhaft hier ein Zimmer bezahlen könnten, nicht nur einmalig. $50 ist ganz schön. Wie kommen wir da zum Pokern rein? Vermutlich irgendwie von der anderen Seite oder so. Okay. Gut, hat jetzt auch nicht oberste Priorität. Wir wollen es mal nicht übertreiben. Erstmal hier alles ein bisschen kennenlernen. In Amadillo. So, was ist hier los? Die saufen draußen weiter, alles klar. Okay. Dann schauen wir hier mal lang. Ja, zum Beispiel schauen wir mal beim Gunsmith rein. Und ich bin am Überlegen, ob wir vielleicht... Ach, eine Zeitung müssen wir auch kaufen. Ob wir vielleicht erstmal einen Kopfgeldauftrag machen? Ich weiß es nicht. Da oben muss es aber irgendwie zum Pokern gehen. Oder muss man sich für $50 da einkaufen? Kann ich mir eben nicht vorstellen. Nun gut, schauen wir erstmal hier
hier beim Gunsmith rein. Angeblich soll es hier was geben. Also. Uiuiui. Okay, hier ist ja viel möglich. Erstmal orientieren. Köder, Patronengurt, Volcanic-Pistole. Ah, alles klar. Hier sind die verschiedenen. Eine Winchester für 350. Doppelläufige Schrotflinte für 150. Okay, und Munition natürlich verfügbar. Das scheint jetzt erstmal das Relevanteste zu sein für uns. Der Patronengurt ist natürlich auch von Interesse. Die Volcanic, von der bin ich jetzt nicht so super begeistert. Okay, und hier könnten wir Zeug verkaufen. Keine Ahnung, wofür wir es noch brauchen. Ich behalte es erstmal, können wir später noch verkaufen. Ich glaube, das vergammelt hier nicht. Na gut, also haben wir zu wenig Geld, um uns jetzt hier wirklich neue Ausrüstung leisten zu können. Beim Arzt waren wir schon. Dann schaue ich jetzt mal beim General Store rein. Mal sehen, was man da so kaufen kann. Hm. Das sieht ja gut gefüllt aus. Kaninchenpfote. Ach, wir sollten vielleicht mal die Infos anschauen. Gib dir Glück. Erbeutete Anzahl von Objekten und Geld um 20% erhöht. Aha. Okay, für $25. Klingt irgendwie gut. Das sollte man ganz am Anfang kaufen. Das kaufen wir mal. Okay. Erster Einkauf. Kaninchenfoto, ganz klar. Komfortables Camp. Ein Platz zum Ausruhen. Okay, das ist aber eigentlich bekannt. Überlebenskünstlerkarte. Was ist denn das? Zeigt alle Kräuter in näherer Umgebung für 20 Minuten auf der Karte an. Ah, die kann man dann nur einmal verwenden. Okay, ein Apfel. Da werden wir gleich mal mehr kaufen. Und was ist das für eine Karte? Collar Springs. Zeigt alle wichtigen Informationen für Collar Springs an. Ah, okay, da kann man mit einmal Detailinformationen des Gebietes erfahren. Auch nicht schlecht. Pferdepillen erhöhen für begrenzte Zeit die Ausdauer des Pferdes. Na, ich will mal nicht alles hier ausgeben. Und hier kann man Pferde kaufen. Jetzt sehe ich es hier gerade. Von Parasiten befallener Ardenna. Krank aussehendes dunkelbraunes Pferd, langsam. Okay, hier sehen wir einen Stern. Das heißt, ich glaube, auf unserem Ding war auch ein Stern zu sehen. Krank aussehendes graues Pferd. Das heißt, die guten Pferde mit Bo. Zwei Sterne ist hier das Beste, was im Moment verfügbar ist. Ein braunes Pferd mit weiß. Okay. Turkmene. Interessant. Die kosten aber dann richtig. $500. Alles klar. Behalten wir mal im Hinterkopf. Und ich muss direkt nochmal gucken, was unser Pferd jetzt hier kann. Streitross, 3 Sterne. Das ist ein richtig gutes Pferd. Gibt es irgendwie Grund, sich noch ein anderes zu kaufen? Spezielles dunkelbraunes Pferd mit leichter Mähne. Schneller und stärker als normale Pferde. Perfekt. Das ist ja wunderbar. Dann gibt es keinen Grund. Dann können wir über Namen nachdenken. Was ist hier los? Warte. Was ist denn mit dem los? Boah. Maybe it's time to think about a different line of business. Oh, schade, sie ist einfach so sofort verschwunden. Ja, habt ihr es gesehen? Der hat sofort geschossen. Okay, es hat uns Ehre eingebracht. Und ein bisschen Ruhm. Ich weiß nicht, ob sie das immer tun. Ich dachte, man könnte auch irgendwie erstmal eine standesgemäße Prügelei starten. Scheint hier nicht möglich zu sein. Ich guck mal, ob es übel einmal angerechnet wird, wenn wir die plündern hier. Offenbar nicht. So, dann kaufen wir uns eine Zeitung. Wir lieben ja das Zeitunglesen. $1. Oh, diesmal gibt es keine Zeitungsjungen, sondern Zeitungsopas.
Alles klar. Lesen wir später, würde ich mal sagen. Schreckensherrschaft der Williamson-Bande. Das wird sehr interessant. Alles klar. Und hier haben wir den Steckbrief, sehe ich gerade. Halten, um Steckbrief zu sehen. Want, wieder eine von der Hutbande. Die Waltons-Bande, tatsächlich. Das ist die Hutbande. Körperverletzung bei Brittle Brush Trawl. $80 lebend, $40 tot. Ah, es ist so, dass man unterschiedliches Geld bekommt, je nachdem. Ich vermute mal, dass wir irgendwie im Laufe der Zeit noch ein Lasso bekommen. Insofern, also hier sind noch ein paar Plätze frei. Ich gehe einfach mal davon aus. Insofern würde ich jetzt diese Aktion nicht machen, sondern wir gehen jetzt einfach mal zum Sheriff. Der wollte ja noch mit uns sprechen. Warten wir das erstmal ab, bis wir Lasso bekommen für diese Art von Mission. Scheint mir das sinnvoller zu sein. Okay. So, das Stück reiten wir natürlich ganz klar, wie sich das gehört. Für Kino ist jetzt, glaube ich, auch noch nicht Zeit. Oh, was ist hier los? Was sollte uns das signalisieren? Hat er eine neue Zeitung? Warte mal. Ich reite noch mal hin. Ich muss das einmal verstehen. Das war irgendwie merkwürdig. Möglicherweise gibt es schon eine nächste. Nee. Dann verstehe ich nicht ganz, was diese Animation sollte. Aber egal. Schwanzlutscher? Was will der von uns? Okay, das sieht nach Ärger aus. Ernsthaft? Okay, um die Herausforderung anzunehmen, nähere dich und drücke. Ich weiß noch nicht genau, wie das hier funktionieren soll. Ich glaube, das ist anders als bei Red Dead 2. Aber wir gehen es mal an. Wir müssen es lernen, Leute. Zeit für unser erstes Duell. Tobias Weldon. Okay, es ist ein Tutorial. Es wird uns gesagt, hoffentlich, was wir zu tun haben. LT, RS nach unten. Okay. Schießen wir? Shit! So irgendwie. Alles klar. Wie sie weglaufen und schreien. Das wird dem Marshall vermutlich nicht gefallen, was wir hier tun. Aber er wollte es so, Leute. Excuse me, partner. I ain't getting fresh. Okay. So, wo ist unser Pferd hin? Das ist irgendwie gleich direkt abgehauen. Ach nee, das steht da schon. Ah, das hat sich beim Marshall schon hingestellt. Ach Mensch. Da hätte es eigentlich stehen bleiben können. Naja. Gut. Howdy. Howdy. So, da haben wir erstmal hier gezeigt, was Sache ist. Da wird. Die nächsten werden sich das wahrscheinlich überlegen, uns herauszufordern. Hello? Hello? It's Armadillo 731. What is it with these things? Hello? It's a new line. Hello? Hello? Sounds fun. What's happening? I have no idea. Yeah, if it's important, they'll send someone down like they did with you. Suddenly, the world is full of theys. Yeah. I remember when we first got here. We used to consider people from Dade County to be exotic. Now guys can get here from the Midwest, and they can do it in 6 days. Things have changed. They've gotten away from me. Hello? I don't understand it no more, boy. Honest goodness.
I'm not sure I do. Marshall! 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 I'd just been up in the canyon, spying like you said. I think I seen me a couple of them rustlers. I think it was the Ballard twins and a couple of Mexicans. They up there right now? Well, it was a group of four men rounding up Mr. Gulch's livestock, and none of them looked like any of Gulch's hands, so yes, sir, right now. Sarcasm's most unbecoming, Eli. It's gonna hold you back in life, even worse than your lazy eye. All right, let's go. You ride with us again, Marson? Will you help me? I will try. It'd be my pleasure. Oh. Doch. Das ist unser Pferd, ne? Müssen wir jetzt mal dran gewöhnen. Na los. How long you been working for the government, Marston? I don't work for the government. Well, I got a telegram from some federal clowns in Blackwater that says otherwise. Are you some kind of vigilante? You don't look like no government, boy. I guess it's complicated. I came because it was made impossible for me not to. You sure are a tight-lipped son of a bitch, mister. I guess I am. I ain't gonna dig this hole no deeper. Ain't you all proud and superior? Don't forget you need us more than we need you. Bill Williamson folded you up like an empty purse the last time, if I remember correctly. Never down, Jonah. Listen to your boss, Jonah. There's a good boy. Otherwise, I'll put a hole in your hillbilly head and watch your tiny brain drain out. I'll be honest with you, Marson. I ain't for all this government interference. Believe me, Marshal, neither am I. I try to keep the federal boys happy. I mean, we need all the help we can get. But what does a flannel-mouthed city boy who's never forked a bale of hay in his life know about a state like New Austin? Nothing, I reckon. All this manifest destiny hogwash, taming a wild land. Nearly there. All right, boys, let's proceed on foot from here. Let's go! Stay alert, boys! Okay. 88 Schuss haben wir. We're probably gonna be outnumbered. And those bastards ain't short on firepower, neither. Let's see how many there are. If we can take them alive, good. If not, smoke the sons of bitches. Music to my ears, Marshal. Oh Mann, das ist ja eine Truppe hier. Ja. Es wird langsam dunkel. Okay, und jetzt? Soll ich vorgehen oder was? Look out! Rustler guard! Gun him down! Are you gonna shoot any of these rustlers, boy? Good shooting, boy! I'll kill the hell out of you! Okay, boys, you head down that left fork. I'll take the right. Marson, you can come with me or go with them. Are you kidding me? Ich würde sagen, wir gehen lieber mit Marshall Johnson, oder? Ja. Der scheint mir irgendwie ein bisschen mehr drauf zu haben. Da wird schon wieder gefeuert. Da oben sind sie. Er läuft da einfach hoch. Ich würde sagen, wir gehen mal hier unter Deckung. Kriegen wir die? Ja, schwierig. Nee. Ei, die kriegen uns alle. Wir müssen weiter hoch. Müssen wir zu ihnen los. Eyes up, boy. Behind that rock. What's the matter? Na, komm hoch. Put down your guns and surrender. Well, come on, then.
Shit. Looks like we got him. Let's move on. Stick with me. There's our boys on the other side. It's easy. There's more of them. Der Marsch so schnell. That's enough! Get those thieving bastards! There's one more for the vultures. My God. I dropped 100 fools like you! Come on, let's clear out that camp. Watch yourself. Looks like they have some backup. Nice and steady now. Don't leave yourself open. Come on, pull foot, Marston. Ach, ich beeile mich ja schon. Okay, das ist das Hauptlager. Wir laufen gleich mal zum nächsten Stein. Haben wir sie? Da oben ist noch einer irgendwo, glaube ich, oder? Ich sehe keinen, aber irgendwo ist noch einer. Ah, der hat sich da verkrochen, alles klar. Gut. Jetzt ist Zeit, ein bisschen zu looten. Das Outfit der Bollardzwerglinge haben wir. Hiermit wirst du in Hannigans Stil wie ein Bandmitglied behandelt. Okay. Auch interessant. Gut, lukrativ ist es allemal hier. Das ist noch eine Leiche. Okay, gibt es noch mehr? Ist in den Kisten was? Können wir das auch mitnehmen? Den haben wir, glaube ich, schon. Da ist noch eine kleine Kiste. Ah, hier noch ist sowas. So. Let's go, Marston! We gotta keep moving! Ja, alles klar. Let's go. Be careful. I think I spotted some snipers. Ach, wir sind noch nicht durch. Das geht noch weiter. Eyes up! Sniper! Stay close! Let's clear out Pike's Basin once and for all! Ich sehe die kaum. Wo ist er da oben irgendwo? Come on! Give him hell! Okay. Sounds like the deputies could use a hand. Dann, wir müssen so über die Brücke. Unter Beschuss. Kein guter Ort. Die Brücke zu queren. Richtig schlechter Ort. Ach, das sind unsere Leute, alles klar. Und ich brauche Medizin eigentlich. This looks as good a spot as any. Gather around, listen up. All right, stealthy as you can, boys. Let's get as close to those bastards as we can. Ah, da unten ist das Vieh, das sie gestohlen haben. Geht's los? Oder noch näher ran. Kann noch näher. Ich würde sagen, jetzt geht's los, oder? Ach, zu weit weg. Go home, buddy! I
Put your hands in the air! Schöne Position hier oben eigentlich. Aber zu weit. Also runter. Get those thieving bastards! I got... Help me out here, will ya? You got one! I think that's all of them. Fine shooting, boys. Now come on, let's untie those hostages. Thanks, Marshal. We're indebted to you with our lives. Just get them cattle back safe. All right. Oh, thank you. Oh, thank you so much. Thank you. Well done, Mr. Marston. Yes, well done. Now, about Williamson. I'll do what I can. You know, as you can see, this country is infested with all manner of scum. You'd say that again. But one other thing, Marston. Mr. Johnson, sir. It's Mr. West Dickens. He's missing. Who? Mr. West Dickens, the tonics merchant. He was due in town last week. Oh, the narcotic and bat piss salesman. Who cons housewives out of their money with promises of eternal youth. Yes, him, but I think you're being a little unfair. He's helped a great many of the county, and many of the townsfolk are really missing him. You hear that, Marston? We just butchered a gang of thieves. And the town is up in arms about a missing snake oil merchant. I am so glad to be serving such a wise and respectable people. Come on, Eli. Eli mag ich jetzt schon. Okay. Klar. Ich würde sagen, Nigel West Dickens hält sich momentan in Colorado Springs auf. Gut. Wir schauen uns hier noch ein bisschen um. Ja, Wegpunkte brauchen wir nicht. Doch, brauchen wir natürlich, wenn wir irgendwo hinreiten wollen, klar. Das hat ja nichts mit Schnellreise zu tun. Wir gucken mal, was wir noch an Beute bekommen. $14 war da nochmal drin, das ist doch gut. Das sind nur normale Vorräte. Sieht aus wie Dynamit. Ist es auch. Können wir aber offenbar nicht nehmen. Hier ist noch eine Kiste. Ah, wie er jetzt schon keinen Bock mehr hat, sie aufzumachen, sich zu bücken und einfach drauf tritt. Hervorragend. Ich hoffe, wir werden hier nicht überrascht. Das ist irgendwie ein unschöner Platz. Und ist das das Vieh? Das Hufgetrappel? Gut. Hier haben wir noch eine Leiche. Okay, ich denke, dann haben wir hier das Wichtigste mitgenommen. Dann würde ich sagen, nach dieser ersten richtig großen Schießerei können wir einigermaßen zufrieden sein. Dann verabschiede ich mich erstmal und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ich denke, John wird, wird er hier pennen. Ich glaube, das ist ihm vielleicht ein bisschen zu heikel, falls noch jemand von der Bande zurückkehrt. Man weiß ja nie. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder in der nächsten Folge. Ich freue mich drauf. Bis dann, macht's gut. Euer Steinwald.